Herzlich willkommen, hier ist Florian von Vocalblog und seit über 6 Jahren gibt es den Vocalblog jetzt. Und erst im verflixten 7. Jahr ist uns gelungen, diese beiden Herren, also auch nicht alle, aber immerhin schon mal die Hälfte, vor die Kamera zu kriegen, die Helden des deutschen A Cappella im Interview. Hier sind Lukas und Olli von Maybe Bob. Guten Morgen. Guten Morgen, sehr guten hallo. Morgen. Aber das hast du gesagt mit den Helden. Ja, Das ist natürlich. nicht unsere Ich werde Wortwahl. noch einige Sachen sagen, die ihr dann kommentieren dürft. Das ist ja klar im richtigen Interview. Also, wir hatten 2 Termine zur Auswahl für dieses Interview. Als ich mich dann endlich entschieden hatte, hat mir Lukas dann gesagt: Ja, die Tagesplanung für morgen ist eigentlich schon durch. May Bebop hat also einen Plan. Könnt ihr den mal kurz beschreiben? Naja, wir sind ja, wir kommen aus 3 verschiedenen Städten, aus Hamburg, Berlin, Hannover. Und dadurch gehen viele Dinge unter der Woche nicht, wenn wir uns nicht sehen. Und wenn wir dann auf Tour sind, 3, 4 Tage, dann ballern wir uns die Tage aber auch wirklich zu mit irgendwelchen Besprechungen, mit Videos, die wir machen, mit allem möglichen Kram, mit Vorbereiten. Und so haben wir heute auch einen ziemlich durchgetakteten Tag. Ja, gut, das ist der kleine Plan. Auf den großen kommen wir noch zu sprechen. Die Entwicklung, wenn man die über die Jahrzehnte, kann man ja sagen, jetzt betrachtet, wirkt von außen betrachtet fast so ein bisschen schulbuchmäßig. Ja? Also konsequent Material produziert, unheimlich viel auf Tour gewesen, tolle Ideen für die Fans. Ja, jetzt auch immer mehr Medienpräsenz hier zum Beispiel. Was ist denn aus eurer Sicht so der wichtigste Faktor, um so in der A Cappella Bundesliga zu spielen? Konstant versuchen, Qualität abzuliefern, würde ich mal Richtig, sagen. konstante Qualität ist es, glaube ich. Also, dass man immer versucht, auf einem hohen Level zu arbeiten, sich nicht zwischendurch mal gehen lässt, versucht immer künstlerisch an einem Strang zu ziehen, sowohl in der Band als auch nach außen immer das sozusagen im Auftreten irgendwie spannend und doch aber gleich zu bleiben, nachvollziehbar. Und wir haben den Vorteil, dass wir auch in der Besetzung halt konstant sind, zu viert. Ich denke mal, zu viert ist auch nochmal was anderes, als wenn man zu fünft oder zu sechst ist, weil man die Typen noch etwas deutlicher sieht, weil es einfach weniger sind. Dadurch werden Wechsel nochmal entscheidend störender, glaube ich. Und das spielt uns auch noch zu. Ja, also da hinten gerade Geschirr gemacht hier bei euch. Sehr gut, oder Stört was? das? Ja, man hört es zumindest ganz schön deutlich. Okay. Aber es ist Wird live, gerade ne? das Frühstücksbuffet abgeräumt, ja. Sehr gut, ja. Ist es denn eigentlich, wenn man wirklich erfolgreich sein will, ist es überhaupt ein Ziel, in der A Cappella Bundesliga zu spielen, oder müsste man da eher so in der Champions League, also bei den richtigen Popgruppen dabei sein? Wie seht ihr das denn? Ja, die A-cappella-Szene ist ja ist trotzdem irgendwie ein relativ kleiner Klüngel. Es ist ja kein Mainstream-Phänomen und nichts, wo man irgendwie richtig durchstarten könnte. Wir leben da gerne und gut von und es macht auch Spaß, aber jetzt als Mainstream-Act wahrgenommen zu werden, das ist in der Szene, glaube ich, wenig möglich. Das geht halt. Pentatonix sind ja auch nicht mehr Bestandteil der Szene, die sind jetzt auch in der Popkultur und haben die Szene, nehmen die zwar auch mit. Das schaffen die, aber müssen sie auch nicht. Das könnte ihnen auch egal sein. Ja. Also hat euch das, oder inwiefern schränkt euch dann das, oder in der Zeit hat euch das denn schon mal eingeschränkt, diese Schublade, die ja auch, wenn du die aufziehst, irgendwo, dann sagen die, ja, das ist ja schon sehr speziell, A Cappella, ne? Also es ist ja auch irgendwie nett, in so einer Schublade zu stecken, weil man das Publikum, was man dann abends im Saal hat, immer wieder ein bisschen vor den Kopf stoßen kann, so sanft. Das ist ja auch so unsere Spezialität, was wir immer wieder versuchen, eben mit Erwartungshaltungen zu brechen. Und da fühle ich mich eigentlich so geregelmäßig ganz wohl, dass wir unseren Platz in dieser Szene haben und die Leute dann aber auch immer ein kleines bisschen verstören dürfen, um sie dann wieder in den Arm zu nehmen. Das Ja, mag ich ganz gern. das ist ein schönes Konzept. Nachdem man ja in Deutschland schon so ziemlich von jeder Dorfturnhalle bis zur schicken Konzertsaal fast alles bespielt habt, zieht es euch jetzt auch ins Ausland immer mehr. Man hat jetzt also euch verfolgen können, wie ihr die USA bereist habt. Ich glaube, nach Asien wart ihr schon oder geht ihr noch? Hätte ich jetzt Dieses besser Jahr ja, recherchieren zusammen. können. Wie funktioniert denn die May Bebop Show im Ausland? Ihr habt ja auch durchaus Texte als wichtiges Element von euch und in Amerika sprechen ja noch nicht unbedingt sehr viele Deutsch. Und in Asien auch nicht. Also Asien ist ja erst dieses Jahr, das Ja. wird neu für uns. Wir haben uns für Amerika oder überhaupt für den internationalen Markt Texte übersetzen lassen von uns. Wir haben also eine CD, German Forbidden heißt die, das sind unsere Stücke auf Englisch. Und in Amerika war es aber so, dass dass da ja sehr viele deutschstämmige Leute leben, in der dritten, vierten Generation vielleicht, die auch richtig Bock hatten, deutsche Stücke zu hören. Wir haben von den englischen Stücken gar nicht so viel auswendig lernen müssen für die Tour, sondern da kamen eben auch so Dinge wie König in Thule oder Gedanken sind frei, total
Ja. toll an. Also die wollten ja auch ein bisschen deutsche Kultur von uns hören. Das wäre ja jetzt doof gewesen, wenn wir da versucht hätten, uns anzubiedern und überhaupt nichts von dem gemacht hätten, was uns eigentlich auszeichnet. Aber der Zynismus und das Miteinander auf der Bühne, was uns in Deutschland auszeichnet, der ist in Englisch genauso da. Also das hat da auch genauso geklappt, weil wenn man Okay. Englisch moderiert, dann kann man nochmal Stimmt. damit kokettieren, dass man schlecht Englisch spricht und so. Man muss gar nicht da der perfekte englische Entertainer sein. Das funktioniert Nee. auch so Ja. ziemlich gut. Und in Asien wird es jetzt nochmal neu sein. Aber wir haben ja auch einige Coverstücke im Repertoire, die wir über die Jahre irgendwie gesungen haben, die kann man ja auch immer nochmal rausholen. Also wir haben Ja. da eigentlich keine Sorge, dass es nicht Ja. funktionieren könnte. Wenn man mal die Musik allgemein anschaut, also Olli würde jetzt nicht sagen, dass er selber ein toller oder sogar ein genialer Arrangeur ist, da würde jetzt widersprechen, ist ja egal. Klar. Aber er ist ja doch immer wieder dafür verantwortlich, auch wieder neue Sachen aus seinem Kreativhut zu zaubern und so. Und es ist ja schon erstaunlich, was er für vier Stimmen da immer wieder auf die Beine stellt. Was kann man denn in Zukunft noch so? Ich meine, es geht ja schon eine Zeit lang. Ich weiß, ich glaube, ich habe euch das erste Mal getroffen, also haben wir uns gar nicht so erkannt, aber da ist ja der Name, das erste Mal 1996 in Wunsdorf sind wir uns irgendwie begegnet. Da war Maybe Bob, hatte ich auch schon vorher gehört. Das ist ja nun schon doch durchaus eine Zeit lang her. Wie gelingt es dir denn immer wieder, da Neuigkeiten oder neue Dinge zu erfinden, die so deine Bandkollegen auch wieder begeistern? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe vor jedem neuen Programm immer wieder Panik, dass heute der letzte Tag ist, an dem mir irgendwas einfällt. Ja. Und bin dann immer wieder ganz erleichtert, wenn ich so eine neue CD von uns in der Hand habe oder wenn eine Premiere gelaufen ist. Ja, das geht. Ich habe natürlich so eine Scribble-Liste und da notiere ich mir immer Ideen oder wenn von der Band was kommt. Sebastian ist auch sehr, sehr busy im Geist und sagt immer, ah, das und das und das und das müssen wir mal machen. Und so triggert der Alltag immer irgendwas an und im besten Fall entstehen dann neue Stücke daraus. Ich habe jetzt halt auch wieder eine Liste von Musikstilen, die wir bislang noch überhaupt nicht bedient haben, die im nächsten Programm irgendwie mal drin sein sollten. Also Mal gucken, was geht man klappt. schon so ein bisschen systematisch dann auch dran und sagt, in die Richtung wollen wir mal gehen, was weiß ich, was wir noch nicht gemacht haben. Ich meine, oder ist es mehr so ein, ich meine, es ist ja, was A-cappella-Gruppen grundsätzlich ja gerne vorgeworfen wird, ist es so ein bisschen ein Gemischtwarenladen. Wir machen mal was von dem, mal von dem. Also während jetzt eine Gruppe wie Nirvana hat jetzt einen Stil gemacht in ihrem Leben und gut, relativ kurz. Aber wie gehst du damit um, mit diesem Mix? Das zeichnet uns ja gerade aus, dass wir uns überall bedienen. Das wollen wir, das wäre uns sonst zu langweilig. Und unser Publikum haben wir auch inzwischen so erzogen, dass sie wissen, dass bei uns immer irgendwas kommt, was man vielleicht so noch nicht gehört hat. Mögen wir einfach, ist toll und reizt ja auch immer wieder, irgendwas Neues auszuprobieren, aus unseren vier Stimmen irgendwas rauszuholen, was wir bislang noch nicht geschafft Wir die haben. ganze Zeit unsere Komfortzone machen würden, müssten wir uns erstmal entscheiden, was ist unsere Komfortzone? Wir haben viele Musikstile, in denen wir uns sehr, sehr wohl fühlen und die auch uns auf den Leib geschneidert scheinen. Und zweitens habe ich vergessen. Ja, also was schön ist, ist ja, das schade eigentlich. Also, ich meine, vielleicht ist das auch der Luxus der Schublade oder der Nische, dass man sowas sich leisten kann wie früher. Es gab ja mal Gruppen wie Queen oder sowas, die sowas auch gemacht haben, die mal da irgendwie Rockabilly gespielt haben und dann wieder irgendwie Opern. Und das geht ja in der normalen Popmusik heute kaum noch, dass eine Gruppe diese Total Artistic Control hat. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Vom Tagesplan haben wir schon gesprochen. Was steht denn so auf dem nächsten Jahres, also Fünfjahresplan wollen wir ja nicht sagen, das gibt es ja nicht, so weit plant ja kein Mensch voraus. Was sind denn so die nächsten Schritte, die wir jetzt erwarten können von Maybe Bob? Wir haben jetzt ja gerade noch eine dritte Weihnachts-CD rausgegeben. Das Thema Weihnachten ist jetzt erstmal kein Thema, würde ich mal sagen, für die nächsten 5 Jahre. Aber nächstes Jahr steht das neue Programm an mit der neuen CD. Und im Jahr drauf, also 2018, haben wir uns jetzt vorgenommen, mal eine Volkslieder-CD rauszubringen und auch ein eigenes Volksliederprogramm zu machen, was wir parallel zur anderen Show anbieten und spielen können. Mal sehen, ob das klappt. Ist jetzt mal spannend und wurde uns schon oft nahegelegt, das einmal zu probieren. Ja, das hört sich echt spannend an. Ich wünsche also viel Erfolg und ja, dass diese Pläne dann in Erfüllung gehen. Meistens kommt es ein bisschen anders, aber bisher war das ja, also kann man nur Glückwunsch sagen und vielen Dank fürs Interview. Wollt ihr noch irgendwas der A-cappella-Welt weitersagen? Irgendwas? Lieber nicht. Genau. Wir stehen ja in regem Austausch. Das ist so, Genau. als würde man. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn Ja, wir uns bald wiedersehen hier beim Vocal Block, vielleicht mal mit der ganzen Band. Alles Gute und bis bald. Gute Tour. sehr Tschüss. gerne. Mach's gut. Danke. Hey there. We're Hi. Maybe Bob from Germany, Northern Germany. Yes. I mean, Germany is.
little, so northern Germany is quite senseless. And one thing is sure, we become autumn 2016 to Asia. Yes. But see you. Ha-ha.